Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine Runde. Let's play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Und ich habe hier vergessen, den Ordner zuzumachen. Ordner hast du. Wir drücken Start. Und somit sind wir auch direkt wieder im Spielgeschehen drinnen und wir dürfen nochmal Start drücken. Anmelden bei Ubisoft Server, blablabla. Ja, mach hin, Schnuppelchen. Weiter, ich will keinen Pass kaufen. Kampagne. Diese Festplatte hier. Subtle Arrow Veteran. Nehmen wir das einfach mal. Kampagne fortsetzen. Soweit ich weiß, wird auch an einem neuen Intro gearbeitet. Was ich mega sweet finde. Und freue ich mich riesig drauf. Wirklich extrem. Sieht auch wesentlich cooler aus. So hoffe ich zumindest. Also er hat mir schon mal so ein Vorbeispiel gesendet. Also so ein Beispiel mal zugesendet. An sich sah die Animation gut aus. Aber es hat halt nur... Ist ein Riesending, mehr sag ich nicht. Aber er hat den 6,7 Liter V8, Mann. Der ist klar die bessere Wahl. Daddy. Du bist auf einer Basis, nicht in der Ranch. Das sollte gehen. Hier brauchst du so ein Ding nicht. Ich sag ja nur, der wäre die bessere Wahl. Probier's mal. Wir müssen dringend aufbrechen. Wie lange braucht ihr, Team? Vorlauf? Circa 30 Sekunden. Wir haben grünes Licht, Leute. Packen wir zusammen. Ferdy, weg damit. Pepper. Kozak. Das funktioniert also endlich? Nicht schlecht. Naja, das Gerät läuft, solange du nicht zu viel Tempo machst. Was steht an? Warlord steckt in einem Flüchtlingslager. Er hat den gleichen Lieferanten wie unsere Freunde in Südamerika. Infos auf dem MRT. Dieser Paes, den sie geholt haben, hat etwa 100 Namen ausgespuckt. Die meisten sind kleinere bis mittlere Fische in Südamerika. Aber es gibt eine ungewöhnliche Verbindung. Gentlemen, es geht nach Afrika. Paes Zeug war nur ein Teil einer großen Lieferung. Der Rest ging nach Sambia zu einem Mann namens Dede Makaba. Makaba ist ein angolanischer Warlord und Kriegsverbrecher. Er ist nach Sambia geflohen und treibt seine Geschäfte jetzt mitten im Flüchtlingslager. Er erwartete eine neue Lieferung. Makaba ist nur ein kleiner Fisch. Ihr Ziel ist es, den Ursprung der Ladung ausfindig zu machen. Unser Zeitfenster ist klein. Sie arbeiten also am Tag. Ein lokaler Kontakt bringt sie ins Lager. Suchen Sie Makaba. Finden Sie die Lieferung und ihren Ursprung. Das ist also das, was wir machen sollen. Dann würde ich sagen, weiter direkt, ne? Für schnelle Bewegungen reicht die Prozessorleistung der adaptiven Tarnung noch nicht. Aber wenn sie an einer Stelle bleiben oder langsam gehen, sind sie so gut wie unsichtbar. So gut wie, das ist natürlich praktisch. Ist sie aktiviert, kann der Gegner sie nicht sehnen. Ja. Einsatz, aktiviert sich automatisch in gedrückter Haltung. Wird deaktiviert, wenn sie schießen, sich zu schnell bewegen oder unter Beschuss stehen. Weiter. Die Magnetsicht hebt alles Metallische in ihrem Blickfeld hervor. Dazu gehören Minen, Hinterhalte mit bewaffneten Feinden, Waffenlager, was sie wollen. Ermöglicht dem Spieler verschiedene metallische Gegenstände wie Waffen und Minen in der Umgebung zu erkennen. Einsatz. Aktivieren Sie Ihre Sichtgerät mit Pfeiltasten nach unten. Deaktivieren Sie es wieder mit Pfeiltasten nach unten. Sie gehen in wüstenähnliches Gelände mit langen Sichtlinien und wenig Deckung. Nehmen Sie ein Sturmgewehr mit taktischem Zielfernrohr.
Damit können sie gut auf Entfernung arbeiten und haben Dauerfeuer, wenn es rund geht. Wäre jetzt auch meine erste Wahl gewesen. Nicht nochmal die Goblin. Nehmen wir mal die 417 mal mit. PDR, Sensoren habe ich nur das. Splitter habe ich auch nur das. Gut, nehmen wir einfach so, ne? Was ist denn das jetzt hier? Die AK. AN94! Die A91, die ACR. Und die 417. Okay, cool. So. Aha. Farbe. Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ah! Das verstehe ich, okay, cool. So, jetzt wollte ich hier drauf. Die sind alle nicht freigeschaltet, ne? Die hätten wir, ja. Alter, wie viele Farbdinger gibt es denn bitte schon dazu? Gut, da haben wir das auch mal gemacht hier. Mission starten jetzt, komm. Sie haben keine schallgedämpfte Waffe ausgewählt. Dies kann sich in einem Sinne, also möchten Sie die Mission dann starten? Nein. Magazin, Unterlauf, Gassystem, Schienenlauf. Standardlauf, kurzer Lauf, langer Lauf, Standardlauf. Das war's nicht anscheinend. Mündung. Schalldämpfer. So, ist jetzt in Ordnung? Jetzt ist in Ordnung. Da freue ich mich doch. Schön. Also kann man ja doch einiges mitmachen. Also es ist ja immer so schlecht, würde ich jetzt sagen. Was mir immer noch nervt, ist dieser Ladescreen, wo immer noch fucking jedes Mal die gleichen Tasten gezeigt werden. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich freue mich so ein bisschen jetzt, das endlich mal weiterzuspielen. Und werde jetzt mal diese komische Sicht über mich ergehen lassen. Und diese komische Ladebildschirm. Apropos komischer Ladebildschirm. Fresse! Laden, laden, laden. Subtle Error, 10 Uhr, Afrika, Sambia, New Lüringer, Flüchtlingslager. Ah.
Katzen. Ah, Mikro. De você. Tá Greg, para de chorar. Não, não chores. Ei, ei, chefe, tenha calma. Tenha calma. Ah! Ah, malandra! Sagen Sie was, Sir. Leise. Das war falsch. Hunter, hier ist Overlord. Wie ist Ihr Status? Overlord, Hunter in Position. Wir warten auf Ihr Zeichen. Verstanden. Ihr Primärziel ist die Sicherung von Macabas letzter Waffenlieferung. Macaba? Sekundär. Seine Zulieferer sind von Interesse. Klar. Hunter out. Okay, wir werden uns weiter vorschleichen. Und uns männlich hinter einem Stein verstecken. Einfacher Lanzer. Wo ist er? Bei dem Brunnen da drüben. Wir sind so unsichtbar, wir können ineinander reingehen. Ah, müssen wir noch ein bisschen laufen. Ey, weißt du, du bist ja im Flüchtlingslager und musst dich trotzdem hier vor irgendwas verstecken. Drei weitere Gegner. Auf 12 Uhr. Ghost Lead. 30k. Pepper. Noch ein Gegner. Direkt voraus. Da ist noch einer. Gehst du dicken raus? Drüben bei dem Wrack. Ja, ich kümmere mich erstmal um diesen hier, Kollege. Der war mal. So, in welche Richtung guckt er denn? Okay. Den könnte ich jetzt mir schnappen. Nicht ins Feuer rennen. Alles klar. So. Noch ein anderes Gegner. Bin unterwegs. Na hören, da waren drei Stück, habe ich nicht gesehen, ey. So, wo muss ich hin? Zu mir? Da. Ich bin auf dem Weg. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass das da mehrere sind. Ich habe nur zwei Stück gesehen, irgendwie. Runter, runter. Nicht angreifen. Wir sind hier überlegen. Ja. Kopf runter, hinlegen und robben. Kontakt auf 12 Uhr. Na, einer. Okay, die Luft ist rein. Sehe leichtes Fahrzeug. Verdammte Scheiße, Alter. Direkt voraus. Okay, stimmen wir mal wieder auf. Ich vermute einfach mal, dass es so heiß ist, deswegen so flackert. Aussichtspunkt. Schön, dass sie so einen schönen Pfeil dahin gebaut haben. Ey, wenn uns jemand angreifen sollte, machen wir mal so einen riesen Schild dahin.
Okay, sind das Informationen oder soll das ein Satellitending sein? Was zum Fick ist das hier? Da ist noch einer. Rechts. Da drüben am Auto. Was auch immer das sein soll.